Heute winkt der Einzug in die K.O.-Runde. Gleich geht's hier los mit Manchester City gegen Borussia Dortmund. Ich sage Hallo und willkommen zu diesem Spiel. Wir melden uns aus dem City of Manchester Stadium. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Die Dortmunder haben natürlich heute ein klares Ziel. Sie wollen in die nächste Runde der UEFA Champions League. Manchester City gegen Borussia Dortmund. Tja, Wolf, die Gäste könnten heute in die K.O.-Runde kommen. Das wäre ein schöner Erfolg. Ob das wirklich gelingt, müssen wir abwarten. Einfach wird es hier nicht. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. John Stones spielt mit Ruben Dias in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht neben Bernardo Silva in der Mitte. Und im Sturm ist Erling Haaland. Wer sind eigentlich die Rekordhalter bei Man City, Buschi? Da müssen wir ein bisschen zurückgehen, ne? Ja, Rekordspieler ist Alan Oakes mit, Achtung, 668 Einsätzen bis 1976. Der Torrekord ist noch älter. Eric Brooke mit 178 Treffern bis 1940. Und so tritt der BVB heute also an. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und damit steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Alea. Jetzt ist der Platz da. Da kommt der Lupfer. Da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut, schöner Lupfer. Und dann waren es nur Zentimeter, die fehlen. João Cancelo. City verliert den Ball. Das könnte was werden. Vielleicht die Möglichkeit jetzt. Klasse gemacht, stark geblockt. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart sicher. Ich gebe ab ins Studio, denn es gibt einen Treffer im Ramon Sanchez Pizjuan. Ja, wir haben hier das erste Tor für Sevilla. Youssef El Nesri. Parade kommt aber weiter Gefahr. Jetzt gibt es Eckball für City. Fans sind da, sie hoffen auf diese Ecke. Im Moment machen sie richtig Druck. Ball kurz gespielt. Ja, das sieht gut aus. Und er schießt. Gut hier von Hummels. Es gibt einen weiteren Eckstoß. So, Ecke kommt. Gute Chance. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da war sie unaufmerksam. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Der BVB ist im Rückstand, jetzt müssen sie hier was tun. Dortmund über außen. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Jetzt Marco Reus. Ballverlust der Dortmunder. Da sind uns die aktuellen Ereignisse dazwischen gekommen. Das bitte ich zu entschuldigen.
Es gibt also ein Tor für den FC Sevilla. Damit sind sie nun 1:0 vorne. Unter Druck, ganz sicher nach hinten gespielt. Dortmund über außen. Jetzt die Flanke. Nein, keine gute Befreiung hier. Bellingham. Geht dazwischen. Für die City-Fans läuft die Gruppenphase natürlich alles andere als erwartet. Das ist aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. So, kein Tor in dieser Szene. Da können Sie sich beim Keeper bedanken. Ja, vor allem, wenn wir an die Parade da vorher denken, als er sein ganzes Können ausgepackt hat. Alea. De Bruyne jetzt am Ball. Sie müssen den Ball abgeben. City kommt über außen. Phil Foden! Der Block, Szene bleibt gefährlich. Das macht der Torwart gut, den Ball hat er. Der Ball landet beim Torhüter. Freistoß jetzt für Manchester City. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. João Cancelo. Foden. Da muss er hin und holt sich den Ball. Ballverlust beim BVB. Mahrez. Die Ballbesitzquote von Manchester City war natürlich in den letzten 10, 15 Minuten überragend. Und man merkt natürlich, die wollen diesen knappen Vorsprung ausbauen, holen sich, erarbeiten sich ihre Chancen. Und ich glaube, bei diesem Druck, da müsste es bald auch klappen mit dem Treffer. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Muss er runter, läuft auf jeden Fall nicht mehr ganz rund. Phil Foden. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. Und es wird nichts draus. Sie verlieren den Ball. Mahrez. Geht einfach vorbei. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Manchester City mit dem nächsten Angriff. Kevin De Bruyne. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Ecke kommt kurz. Kevin De Bruyne. So, Manchester City darf jubeln. Zwei Tore beträgt die Führung. Jetzt sieht also gut aus. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. De Bruyne gibt Vorteil für City. Jetzt gibt es einen Einwurf. João Cancelo. Wichtig, er holt den Ball. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Jetzt ist Platz für den Konter. Er kann es machen. Er trifft den Pfosten. Macht er gut hier, klasse aufgepasst. De Bruyne jetzt am Ball. Er ist Foden. João Cancelo. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Gut gemacht, gutes Tackling. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ganz spannende Szene. Ederson hält, Ball noch im Spiel. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Sie wollen.
Wir machen weiter mit diesem Spiel, wo die Dortmunder auf Besserung hoffen, auf Tore vor allen Dingen, denn der Rückstand ist enorm. Riyad Mahrez. City mit dem Ballverlust. Sie spielen den Ball steil, guter Heber. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. De Bruyne am Ball. Demnächst steht die UEFA Champions League auf dem Programm. Für Manchester City. Dann geht es auswärts gegen den FC Sevilla. Das dürfte interessant werden. Dortmund verliert den Ball. Mahrez. Bernardo Silva. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Kann sich dann nicht mehr helfen. Klar, Ball im Aus. Ist das der Anschlusstreffer? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Ecke kommt von Guerrero. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Und war gar nichts. Es tut sich was im Ramon Sanchez-Pizjuan. Es gibt einen Treffer kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Sevilla. Der Torschütze heißt Joan Jordan. Ein Distanzschuss war das ja, aber was für einer. Den sieht man nicht oft. Unheimlich präzise und vor allen Dingen auch wuchtig. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 58 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Gute Aktion. Ich glaube, sie sollten ihn rausnehmen. Das sieht nicht gut aus. Phil Foden. City verliert den Ball. Malen. Die Chance für Malen. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Da kommt das Tor nochmal. Und wir sind ehrlich, es ist ein überraschendes Tor. Also ich habe eher gedacht, wenn ein Tor fällt, dann auf der anderen Seite. Sie leben noch. Anschlusstreffer also durch den BVB. Rückstand auf ein Tor verkürzt. Jetzt wollen sie natürlich so weitermachen. Die Mitspieler bieten sich an. Haaland. Turbulente Bahn. Starke Aktion. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt ihn doch stärker als gedacht. Die City-Fans stehen jetzt voll hinter ihrem Team und City macht Druck. Tor! Er hat damit also den Doppelpack in diesem Spiel. Klasse Leistung! Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Da gibt es Vorteil für den BVB. Das könnte was werden jetzt. Der Ball kommt hoch rein. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Zuspiel Reus, Gegner ist da. Ziemlich gute Ballbesitzstatistik, die wir hier auf Seiten von Manchester City bislang sehen. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Auch jetzt sind sie wieder im Angriff. Sieht durchaus vielversprechend aus. Einfacher Ball für Kobel. Manchester City mit der Balleroberung. Sieht nicht gut aus bei ihm. Sie werden wohl wechseln müssen. Oh, das ist unnötig.
Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Da ist der Ball weg. Boden. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Das machen sie gut. De Bruyne hat einige Optionen. Er lässt da überhaupt nichts zu bei diesem Angriff. Haaland. Leichte Aufgabe für Kobel. Regulär sind es noch 7 Minuten. Die Dortmunder mit der Ecke. Guerrero mit der Ecke. Ederson kommt doch an den Ball. Überragend, nicht nur in der Situation. Da kann er jetzt erstmal klären. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Malen. Da gewinnt er den Zweikampf. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Kai Walker. Jetzt Freistoß für Manchester City. Wechsel bei City. Die kurze Variante jetzt. Bernardo. Hummels geht da richtig rein. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Wir blicken noch mal auf die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Für Borussia Dortmund gibt es heute eine Niederlage. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Sie müssen also eine Niederlage einstecken. Es war knapp, es war eng, es war extrem spannend. Und ich denke, sie müssen sich nicht nur ärgern über dieses Spiel. Es gab durchaus positive Ansätze. Darauf kann man aufbauen, daraus kann man lernen. Das war natürlich eine herausragende Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Alea.